YouTube, es wird Zeit für Horror, denn immerhin befinden wir uns gerade im Monat des Horrors, der sogenannte Oktober. Und darum spielen wir Der Fluch der Brücke 2. Der Fluch der Brücke 1 haben wir im Stream damals durchgespielt, leider nicht aufgenommen. Ich würde es ganz gerne nochmal aufnehmen, bevor die Vollversion vom zweiten Teil rauskommt. Aber heute schauen wir uns gemeinsam die Demo an. Brücken sind ja allgemein auch der absolute Horror, denn immerhin locken sie nicht nur Bigfoot, den Mottenmann und anderes paranormales Gesocks an, sondern sie können auch einstürzen. Gibt es etwas Gruseligeres als eine Brücke? Also ich habe Angst vor Brücken. Habt ihr auch Angst vor Brücken? Hashtag Brückenpanik in die Kommentare bewerten und wir legen jetzt los. This film depicts a murder that took place in Wenhua University's Da Ren Building in 1960. I've got to get out of here. You are mine. Shu Yo Yi. Even if I die, never get away from you. How is this possible? No. This building traps the souls of all who die here. Shu Yo Yi. We will be together forever. The Hexed Building. September 14th, 7 o'clock. Screening room. Be there or beware. Hello, Mrs. Wong? Sue, where the heck are you? I'm out in the field reporting. Oh, wait, what? In the field? Lin was just telling me that you're refusing to be put on the entertainment beat. No, it's not like that, Mrs. Wong. Recently, I haven't been feeling well. Perhaps I didn't make myself clear. All right. So where'd you run off to? I called you more than 10 times and it kept saying you were out of range. I just got to Wenhua University. I'm guessing the connection isn't too good up here. Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video. Bingo! It's Ghost Month. And with this being a creepy ghost story, I figured I could get an exclusive. Come on, Sue. There's no way the school will let you touch that with a 10-foot pole. We basically smeared them with that report on the Huang Tingting missing persons case. How about picking something else? No way, Mrs. Wong. That's exactly it. If I can get something, this story is gonna, like, totally go viral. Fine. It gets pretty spooky up there at night. Be careful, will ya? Yep. Thanks, Mrs. Wong. Alright, Freunde, die haben ja qualitativ nochmal eine ganze Schippe draufgelegt, muss ich sagen. Also wie gesagt, den Vorgänger habe ich gestreamt und man muss den Vorgänger nicht kennen, um jetzt den zweiten zu spielen. Das muss man eher so ein bisschen wie, ja, wie so eine Geistergeschichte auffassen. Ne? Also unabhängig voneinander werden hier einfach unheimliche Folklore aufgegriffen mit einem modernen Gewand. Zumindest war so der erste und ich denke mal, so wird auch der zweite sein. Oh, das kann ich nicht mehr ringeln, bimmeln. Tja. Zu viel am Bike rumgespielt. Hey! Who the hell's down here? Thank you.
Jiminy Christmas! Oh. Hey, buddy. Causing trouble, eh? Go on, get out of here! Der Klassiker, die Gruselkatze, ne? Schleiche dich ins Gebäude. Ein Werbeposter für einen Film, für einen vom Filmclub aufgenommenen Horrorfilm. Der Film handelt von dem Darren-Mord, der vor vielen Jahren auf dem Campus stattfand. Der Trailer ging aufgrund einer scheinbaren Geistersichtung, die von der Kamera festgehalten wurde, viral. Dies entfachte im Internet hitzige Diskussionen darüber, ob es sich um einen Spezialeffekt handelt, um Aufrufe zu generieren. Naja, also bitte, diese Geisterhand war jetzt nicht so mega geistermäßig. It'll be a hit for sure. Dass ich jetzt sagen würde, okay, das muss man, kann jemand mal Fox Mulder bitte anrufen? Da muss jemand mal ran und Nachforschung betreiben. Das hätte auch ein Effekt sein können, oder? Der war jetzt nicht so wahnsinnig krass, dass man sagt, boah, wie haben die das denn hinbekommen? Was ist das hier? Inventar ST? Naja, wieder ein Handy. Das war, glaube ich, auch im ersten so, ne? Alles übers Handy irgendwie. Was haben wir denn hier? Eine Nachricht von meinem Vater. Sue, du kommst heute Nacht nicht nach Hause. Ja, ich muss Nachforschung zu einem Fall anstellen. Richte es Mama aus. Bist du denn jetzt nicht für die Unterhaltung zuständig? Wieso musst du da Nachforschung anstellen? Du weißt, dass sich deine Mutter wirklich Sorgen um dich gemacht hat, als du Fällen nachgejagt bist. Du solltest wirklich einfach kündigen. Bewirb dich um eine Regierungsstelle, das bedeutet ein stabiles Einkommen und gute Arbeit. Glaub mir. Ich rede ein bisschen um den heißen Brei. Papa, das Signal hier ist nicht sonderlich gut. Ich muss an die Arbeit. Ruh dich etwas aus. Gute Nacht. Okay. Lass uns zumindest wissen, wenn du heute Nacht fertig bist. Hab dich lieb. Okay, jemand weiß schon mal, dass ich weg bin. Ein verpasster Anruf. Von unbekannt. Did you get it? Hello? What? Who is this? The letter. It was so, so difficult to get to you. Wonderful. Okay. Herr Wong. Oh, one more thing. If anything happens, don't hesitate to call me. Huh? Now that you're covering entertainment, I'm responsible for you, Sue. All right, already. Get to it. Okay, das war alles nicht sonderlich hilfreich. Ein gruselige Willkommensveranstaltung, in die Wenhua-Studenten definitiv viel Arbeit steckten. Die Tatsache, dass sie während des Geistermonats stattfindet, trägt zur schaurigen Stimmung bei. 2016, Jahrmarkt des Horrors. 24-jährliche Aufnahmeveranstaltung von Wenhua. 7.9. bis 14.9. veranstaltet von Team des Jahrmarktes des Horrors. Okay. Der Jahrmarkt des Horrors. Kann man hier am Lichtschalter rumspielen? Habt ihr es gerade gehört? Wo soll ich denn überhaupt hin? Wo bin ich denn? Ich bin in B2. Gehen wir mal B1. Hallo, ist hier irgendjemand? Ein sprechender Aufzug. Sowas habe ich schon ewig nicht mehr gehört, dass ein Aufzug irgendwas spricht. Früher gab's das. Früher kam wirklich so Durchsagen. Zweiter Stock, Damenunterwäsche.
Aber hier ist niemand. Nichts. Ah, doch, hier. Oh mein Gott. Unbekannte Überbleibsel. Einige unbekannte Überbleibsel, die in der Cafeteria zurückgelassen wurden. Woher zur Hölle stammen diese Knochen? Vielleicht sollten wir lieber aufhören mit den Nachforschungen und einfach nach Hause gehen. Wäre das vielleicht eine bessere Idee? Du willst da noch nicht reingucken, oder? Das ist irgend so ein Kannibaleneintopf. Oder auch nicht. Gibt's keinen Spargelsaft? Oh, schade. War mein Lieblingsgetränk. Entsprechender Aufzug. Super gruselig. Hey, Xinan, nur um sicher zu gehen, der Schlüssel zum Büro des Archivars ist im Raum des Militärausbilders, richtig? Ja. Es ist ja also ernst. Boah, oh mein Gott. Verdammt wild, Brudi. Danke für die Hilfe, ohne viele Fragen zu stellen. Der Artikel lautet dringend. Gute Bezahlung. Teilzeitstelle. Sieht definitiv nach Betrug aus. Ich untersuche einen Fall. Konnte die Details nicht wirklich besprechen. Danke nochmal für die Hilfe. Wie vereinbart arrangiere ich ein Print-Interview mit dem Filmclub? Okay, okay, danke. Wie gibt dich zum Büro des Militärausbilders? Tja, wo könnte das sein? Kauern. Ist ja ein tolles Wort. Was ist das denn? Ach, der pennt da. Hey! Wow, was passiert? An old fart like me, I never get any goddamn rest. Well, guess I better make myself busy. Achtung, Geister hören nicht nur Geräusche, die du machst, wenn du dich bewegst, sie hören auch Geräusche von Gegenständen, gegen die du stößt und andere Geräusche in der Umgebung. Eben gerade habe ich meinen Controller abgesteckt, weil irgendwie der Controller vibriert hat und deswegen war ganz kurz Standbild. Ja, aber wo geht der jetzt hin? Und was ist das da drüben für ein sexy Poster? Kann ich da ranzoomen? Habe ich Zoomkräfte? Okay, irgendwo hier sollen die Schlüssel sein. Wenn ich gegen eine Dose stoße, dann habe ich ein Problem. Und der ist ein Geist. Der sieht mir nicht nach einem Geist aus. Okay, wo will der denn hin? Uiuiuiui, das hört er. Was ist das hier? Gestört. Stupid TV. Na, geh mal da zu dem blöden Fernseher hin.
Da läuft die gestörte Puppensendung. Wahrscheinlich ist der Schlüssel am anderen Ende des Raumes, sonst wäre es ja nicht spannend. Ein Schaukelpferdchen. Gott, die Frage ist nur, wie lenke ich ihn ab? Geh nochmal zum Fernseher hin. Oder guck dir ein bisschen das Poster an. Ah, so ist gut. Oh mein Gott, ich habe den Stuhl berührt. Oh. Er schaut sich wirklich das Poster an, oder was? Nah, ain't no one better than my ball and chain. Ja, ja, deine Frau sieht besser aus als das. Das ist klar, Kumpel. Klar. Du guckst aber ganz genau hin. Alter, ist das ein Mini-Bikini, ne? Das untere Teilchen ist auch nur ein Fetzen Stoff. Och nö, jetzt geht er hier rein. Ich glaube, hier wird der Schlüssel sein. Vorsicht. Das ist also dein Job. Einfach nur durchs Büro tingeln. Mann, den hätte ich auch gerne. Oh! Der Mann fährt zweigleisig. Respekt. Oh nein, 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 nein. Was ist das da vorne? Oh, get some! Das ist eher sein Ding. Ulala. Klassische Oldies. Was will ich damit? Get some! Als würdest du in den Spiegel reingucken, Kumpel. Er könnte Zwillinge sein, ihr beiden. Kann ich hier einen Spind? Was soll ich denn mit den Oldies? Ich brauche einen Schlüssel. Keine Oldies. Altmodische Stiefel. Eines der Lieblingspaar Schuhe von Sergeant Huang. Weicher und beständiger als herkömmliche Schuhe aus steifem Leder und daher seine erste Wahl, wenn er frei hat. Moment, steht irgendwas? Finde den Schlüssel zum Büro des Archivars. Okay, aber mehr habe ich da auch nicht, ne? Da sind ganz viele Schlüssel drin. Okay. Der heilige Gral der Nahrungsergänzungsmittel, für das in langer, mühsamer Zubereitung Hühneressenz gewonnen wird. Einige Studenten glauben, dass ein Fläschchen vor einer Prüfung mehr oder weniger eine perfekte Note garantiert. Ah, aber kein Hinweis, wo der Schlüssel sein könnte. Ist irgendwo da hinten drin, 100 pro. Dass er nicht die Taschenlampe sieht, ne? Wir leuchten hier rum ganz frech. Okay, er geht nochmal raus. Oder da drüben der spinnt. Jetzt bleib mal ein bisschen weg, Kollege. Nichts. Nichts. Sag ich, der kommt schon wieder rein. Oh. Yes! Ein Schlüssel, der die Haupttür zum Büro des Archivars öffnet. Er wird üblicherweise im Büro des Militärausbilders aufbewahrt. Okay, geh nochmal ins Poster. Mach noch ein bisschen hier Posing. Zeig deine Muskeln. Du siehst gut aus. Mann, bist du ein saftiges Kerlchen. No, get some! Hot. Einfach nur hot.
Deine Frau hat so ein Glück, dich zu haben. Get some! Fertig? Alright. Nix wie raus hier. So. Okay, das ist auch noch hier im ersten Stock. Ich bin hier durch und hier geht's ja wieder runter. Zu 1B. Also wollen wir da schon mal nicht hin. Was ist denn hier nebenan? Gar nix. Was bist du? Eine Broschüre für neue Studenten mit einer 2D-Karte des Daren-Gebäudes. Wirft einen Blick hinein, falls du dich verläufst. Aha. Alright. Wie kriege ich die? Auf M? Auf M. Praktisch. Wir sind hier und da muss ich hin. Also wie kriege ich das auf? Da muss ich hin, ja. Gibt es noch einen anderen Weg? Irgendwie von oben? Jetzt bin ich in 2F. Bis jetzt noch keine Geister in Sicht. Einfach hier runterspringen. Das wäre meine Lösung. Was ist das hier? Wow, wow, wow. Nothing. Hier muss es doch irgendwo einen Weg nach unten geben. Yes, genau, das habe ich gesucht. Alright. Schlüssel, do it. Suche das Büro, abgeschlossen. Nach Untersuchung des Falls Huang Ting Ting. Nach dem Tag, an dem die Studentin verschwand, arbeiteten wir mit der Polizei zusammen und zeigten ihr die Überwachungsvideos vom Haupteingang. Wir bestätigen, dass sie den Campus nicht verlassen hatte. Huang Ting Ting wohnte nicht in einem der Studentenwohnheime. Sie nahm üblicherweise einen Bus oder ein Taxi, um den Berg zu verlassen und nach Hause zu fahren. Aussagen von Studenten zufolge wurde sie zuletzt im Daren-Gebäude gesehen. Nochmal, es ist das Daren-Gebäude genau wie der Vorfall im Fachbereich Tanz, der sich 10 Jahre zuvor ereignet hat. Die Wache entdeckte etwas Seltsames auf dem Überwachungsband des Aufzugs. Nach Benachrichtigungen der Vorgesetzten hielten sie eine geheime Besprechung ab und entschieden, der Polizei nur die erste Hälfte zu übergeben. Alle vereinbarten, dass es der Sache nicht dienlich wäre, der Polizei das Masterband zu geben. Okay, es gibt ein Masterband von diesem Vorfall. Ein Thema, jüngste Nachrichten über die Daren-Videogerüchte. Liebe Freunde und Studenten, online machen bizarre Gerüchte rund um des Erscheinens von Geistern im Aufzug des Daren-Gebäudes die Runde. Damit Ausstehende das Campusleben nicht stören, seid bitte besonders vorsichtig und achtsam, wenn ihr irgendwas oder irgendwem im Zusammenhang mit diesen Angelegenheiten begegnet. Wenn euch ein Pressevertreter diesbezüglich kontaktiert, antwortet nicht. Lasst euch nicht auf ein Gespräch ein. Es beginnt bei uns, diesen lächerlichen Gerüchten ein Ende zu setzen. Thema Wenhua Militärausbilder Tafel. Freunde und Studenten, nächtliches Herumlungern auf dem Campus ist verboten. Denkt daran, euren Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Achtet darauf, vor Verlassen alle elektrischen Geräte auszuschalten. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Das bringt mir auch nicht wirklich viel.
Echter Geist im Trailer von Das verhexte Gebäude. Es scheint wieder schaurig zu werden auf dem Campus. Ich bin Erstsemester der Wen Huan, totaler Neuling, ich weiß. Hört, Wen Hua sei auf der Grenze zwischen ein paar Yin- und Yang-Gebieten errichtet. Scheint also böse Geister und sowas anzulocken. Das Da-Ren-Gebäude sollte in Übereinstimmung mit den 8 Chirigrammen errichtet werden, aber sie haben es vermasselt und diese falsch angeordnet. Also nix mit Feng Shui und nun sind überall dunkle Geister. So schnell geht das. Nix mit Feng Shui, plötzlich dunkle Geister. Das ganze Ding ist verflucht und es gibt seit längerem Getuschel wegen des Aufzugs. Manche sagen, er kann nicht ins Stockwerk B3, kann dich ins Stockwerk B3 bringen, das es gar nicht gibt, aber das sind wohl nur Gerüchte. Hat sonst noch jemand, der schon längere Zeit hier ist, ein paar Geistergeschichten oder dergleichen auf Lager? Du Trottel, wie kann man das vermasseln? 45 KD? Achso, das sind irgendwelche Chatnamen. Die wahnsinnigen Ballerina Katzengeist fährt den Bus. Allgemeine Wahlfächer, für die man sich nicht anmelden kann. Irgendwie sind da ganz viele Rechtschreibfehler drin. 1960, da Rennmord, so verdammt gruselig. Leere Musikräume. Geh nachts dorthin und es wird wirklich gespenstisch. Als ich das letzte Mal allein in den verfluchten Aufzug gestiegen bin, machte der Daueralarm wegen Überlastung. Ich habe mir die in die Hose gemacht. Student, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, sagt, er habe die kopflose Gemahlin gesehen. Okay, es sind alles irgendwelche spooky Stories, die bringen uns gar nichts. Irgendwelche Internet-Urban Legends. Wir brauchen echte Beweise. Eine merkwürdige geometrische Tafel. Eine transparente Tafel mit einigen geometrischen Mustern scheint so, als gäbe es mehrere davon. Es ähnelt zudem dem Gemälde an der Wand. Vielleicht sind die irgendwie miteinander verbunden. Gemälde an der Wand. Aha. Was kann ich denn da machen? Also nur positionieren. Kann man das irgendwie drehen? Es fehlt auf jeden Fall eine zweite Hälfte. Farben und Zahlen. Hier ist die andere Hälfte davon. Okay, keine weiteren Informations. Okay. Jetzt kann ich das hierhin machen. Oh, das war richtig. Eine Collage entstanden durch Verbindung zweier transparenter Tafeln. Sie bildeten je nach Blickwinkel verschiedene Formen. Versuche, sie auf etwas Tiefgründiges hinzuweisen. Okay, es war auf jeden Fall richtig. 9. Ist es eine 9? 9001? Hm. Oder was will man mir damit sagen? Okay, warte mal. 0? Was war die 9 überhaupt? Ich habe die Farben nicht richtig gemerkt. Die 9 und die... Okay, die 9 war blau und die... Das hier war eine 1. Das war eine 9. Das war eine 0? Nee, das ist schon mal nicht. Hm. Kann man das irgendwie drehen? Gibt es auf dem Kopf mehr Sinn? 1006? Boah. Ich bin der Einzige, der hier wieder nichts erkennt. Was könnte denn rot noch sein? 900 sehe ich auf jeden Fall. Eine 7?
Aber das ist doch definitiv eine Null. Also wenn ich da irgendeine Zahl rauslesen soll, gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Hinweise. Ja, hier kann man leider nichts öffnen. Vielleicht ist rot eine 7? Ja, aber das ist ja eine 9. Außer es wäre wirklich auf dem Kopf. Okay, es war irgendwie auf dem Kopf. Was haben wir hier Schönes? Eine alte VHS. Du findest immer nur VHS. Jeez. Can't believe it's still here. But where the heck can I even play this thing? Ooh. Oh, come on now. I'm not that ugly, am I? Didn't mean to scare you there, freshman. You okay? Yeah, I'm fine. You don't look like much of a student. Bit old, I'd say. What with all that pretty makeup and whatnot. Oh. Sue Leanne, I'm a reporter for United News. Well, what do you know? You're that sweetheart anchor from the TV, aren't you? I'll tell you what, that screen don't do you justice. Yeah. Anyway, I'm here to interview some students. Oh, this late? Yeah. They must be busy or something. Let me see if I can get a hold of them. Hi, I'm sorry, but the person you called is not available. Please leave your message after the tone. Not picking up? Wait, how can they just leave you hanging like that? Sorry. Looks like he's busy at the moment, but... Hey Sarge, can I interview you instead? No, it can be about anything. The campus, the school's history... My boss wants me to do a report on Wenhua. Or maybe you could, like, tell me a story or something? Oh, I gotcha. Can't go back empty-handed, huh? Oh, lucky you. I've got so many stories that I... Well, you came to the right guy. I know everything there is to know about Wenhua University. Hey. But I'd feel like a damn fool standing around blabbing my head off. Let's go to the cafeteria. What do you say? It'll be more comf- What the hell was that? Sounded like something fell down and slammed into the floor. Yeah, yeah. Let me go make sure everything's okay. You, just wait here. Be back in a few- That was pretty loud. Better check it out. Alter, der Typ ist so ein Freak, ne? Ich meine, er ist witzig, aber er ist auch übelst der Freak. Glaubt ihr, das ist ein guter? Sarge? Hello? Das Rolltor offen gelassen. Alle Rolltore sind auf einmal offen. Kann ich mir hier was angucken? Außer Strandmiezen? Ein Poster, das Menschen zum Trainieren anregen soll. Ja, tut es. Ich fühle mich sehr angeregt. Ich habe Bock zu trainieren. Ein Poster, das Menschen zum Trainieren anregen soll. Oh yes, tut es. Ein limitiertes Kassettenband. Ein legendärer Campus-Volkssänger aus Wenhua spielt auf seiner Gitarre und singt. Ein klassisches Bild, das die Herzen vieler Menschen berührt. Dies ist ein Band aus der persönlichen Sammlung von Sergeant Huang. Es ist ein Lied,
dass er häufig summt, wenn er seiner Arbeit nachgeht. Okay, jetzt kann ich mich hier nochmal in Ruhe umgucken. Badelatschen und eine Geldbörse. Na gut, dann gehen wir auch mal zur Cafeteria. Immerhin werden da unten Menschen in Gulasch verwandelt. Klingt also schon mal sehr lecker. Sarge! Er steht da hinten. Eine Hundehütte? Anscheinend essen die doch Hund. Da züchten wir unsere Hotdogs. Oh, again? Wie? Was you los? Okay? Need some help? Sue, what the whooping hell are you doing here? Nah, it's nothing. I'll take care of it. Ah, how's this? I was just about to buy a drink. You want one? Sure. Whatever works. Alrighty. Come on now. Take a seat. War da gerade Blut auf dem Boden? Classic. This'll do the job. So, where should we start? Or what do you want to know? If it has to do with Wenhua, I probably know about it. Ask away. Well, what do you know about the Huang Tingting missing persons case? Huang Tingting? Her. Oh, yeah. What a shame. She was a good kid. Did you know her? Yeah, you could say that. But didn't she end up dead? A body was never found. So, the police just left it as a missing persons case. I see. But after all these years, I'm assuming that she... Yeah, I figured the same. Hey, how'd you get that video? It's all over the internet. You haven't seen it? Internet? I'm not too good with computers. And now they've got those tables, tablets. I don't use that stuff. Hey, wait. Why'd you ask about that girl? Actually, I did a special report on the Huang Tingting case a while back. Seeing that elevator again made me think of her. You seem to know so much about the place. I figured I'd ask. True. I've spent so much time up here alone. It's amazing how fast time passes. Must be tough having to stay up here so late. Nah. It's not like I've got anywhere else to go. You get used to it. You, don't get along with your wife? She passed away a long time ago. From an accident. Oh. Sorry. It's fine. Looky here. Such a beautiful nurse. Do you know how long it took me to win her over? She really is gorgeous. She ran the nurse's office here. Bunch of brainless bozos back then. Students would go see the nurse for a damn paper cut. Ugh, if it wasn't for what happened. Sorry. Don't worry about it. Listen to me, huh? Blabbing on about myself. Pretty boring, huh? Oh, not at all. I'm just glad that you're willing to talk to me. It's been a long time since I've had someone to chat with. Thanks. You rest here a while. I'll take you to the school history room whenever you're ready. Thanks. Aber hier ist eindeutig Blut. Und hier ist auch Blut.
Und die Knochen sind verschwunden und der Topf wurde umgedreht. What? Jetzt ist alles hier drin. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich meine, du bist Reporterin. Also du bist von Natur aus wohl neugierig. Sonst wärst du keine Reporterin. Also oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Also, okay, selbst wenn du keine Reporterin bist, aber nur 4 Gehirnzellen besitzt, dann wirst du doch sagen, wow, Sarge, hier ist ein blutiger Gulasch-Eintopf mit menschlichen Knochen und Blutspuren auf dem Boden. Haben Sie das gesehen? Good to go. Alrighty. Der Typ ist auch noch gar nicht irgendwie alt, oder? Ich meine, der sieht aus, als wäre er vielleicht 45 Jahre maximal. Und das Foto von 1904. Ich glaube, da will mich jemand warnen. Kann das sein, dass mich da jemand warnen will? Folg ihm nicht. Irgendjemand sagt, Mädchen, wenn du dem folgst, bist du tot. Wo will er denn mit mir hin? Zur Hundehütte? Eine rührende Liebesgeschichte über eine vom Schicksal bestimmte Beziehung zwischen einem Menschen und einem Geist, der einen Verkaufsautomaten beseelt. Aha. Das lag davor aber noch nicht. Professor! This here's Professor. He's been here longer than I have. His real name's Pooty. But everyone just calls him Professor. Well, good day to you, Professor. You're quite the character. Okay, wir spinnen beide schon rum. Ich brauche erstmal einen richtig schönen starken Kaffee. Ich bin hier einfach laufen, Kollege. Okay, wo führt er uns jetzt hin? Einfach dem Sergeant folgen. Alter, der hat den Swiffer Futura 900. Ein edler Mob. Ah, kids these days. Nothing seems to scare them. Are you worried something might happen? I heard this place is haunted. Haunted? Yeah. If it's before midnight, they can do whatever the hell they want. Okay, also bis jetzt wirkt der Ort nicht unbedingt verflucht. Eher als würde da unten jemand morden. Menschlich morden. Wie zum Beispiel der verrückte Sergeant. This is the school's founder, Xu and Zhong, right? Somebody did their homework. He was a good guy. But his eyes really did him dirty. Huh? No, nothing. The fellow wore glasses is all. Was ist das jetzt hier, das Museum, der Gedächtnisflügel? Die Wenhua-Universität besteht aus 4 Hauptschulen und erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt etwa 67 Hektar. Durch die Lage in den Berg ist die Aussicht atemberaubend und die Luft frisch und klar. Dies trägt dazu bei, die Weltanschauung und den moralischen Charakter der Studenten zu kultivieren. Ja, möglicherweise. Das im Jahr 1959 errichtete Dan-Ren-Gebäude wurde nach den Idealen von Ausdauer und Tapferkeit benannt. In der Hoffnung, dass Studenten diese Prinzipien kultivieren und in ihren Charakter einfließen lassen. Oh oh, gleich ist Geisterstunde.
Dauert nicht mehr lange. Dieses Gebäude wurde von einem ausgewanderten Architekten entworfen. Im Laufe der Jahre hat es aufgrund seines herausragenden architektonischen Stils unzählige Auszeichnungen gewonnen. Ich habe wieder so viel gelernt. Bildungsauftrag mal wieder erfüllt. Freak. Fertigstellung des Da-Ren-Gebäudes. Schulgründer Qingbong Qiongqiong war nicht rassistisch gemeint, sondern ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, posiert gemeinsam mit dem Vorstand. And here's the school history room. Everything about the history of Wenhua and the Da-Ren building can be found here. Take your time. If you've got any questions, just ask. Ich bin eigentlich durch, oder? Hab doch jetzt eigentlich alles begutachtet. Und mir angeguckt. Ja. Oh, you want to take some photos? Mm-hmm. What a fancy camera. In any case, yeah, you can take pictures, but just make sure not to take any of me. Ah, scared? Yeah, my spectacular physique. I don't want your camera to explode. Okay, I'll make sure you're not in any. Oh nein, ich sehe ein Schieberätsel. War das Gesicht von dem einen eben irgendwie verwischt? That's fake for sure. Huh? What makes you say that? Look at how new it is. Does that look like it's from the 60s? This building's supposed to be built with the 8 trigrams in the right order. Huh. Which would mean it should drive out evil spirits. And this area is teeming with yin and yang energy, and we're on a mountain. It's extremely important to order them properly. Mmm. And their direction and angles must be perfectly aligned. Even worse, they were purposefully reversed. When placed in the reverse order, it draws in evil energy and keeps it trapped inside too. Which means, anyone who dies here turns into a ghost, is unable to escape. Not to mention the constant influx of evil spirits. Wow. Sure know a lot about feng shui. Impressive. Just a little. I started doing some research later on. If only they hadn't screwed up when they built this place. They just built what they were given. Who would have guessed the architect would purposefully mess with the trigrams? It's got nothing to do with the builders. True. About the rumors of this place being haunted? You've been here for quite some time, so you must have seen a ghost or two, right? Ghosts, eh? Mm-hmm. Yeah, but it sure as hell wasn't one or two. How do I put this? Wait, ghosts and spirits. You can't talk about that in your report, can you? Well... Whoa, it's already 11:34! Alrighty, right. About time to get going. Do you mind if I snap a few more photos of the elevator? No, no, no. Time to be going, Sue. Apologies. Again? What's the date? August 21st? And soon to be the 22nd. No wonder. Don't mind me. Do whatever you need to do. Or maybe I can help. No. Hey, and don't go running around. It's late. Make sure you leave before midnight. Still got 20 minutes. I wonder if I can play a video in the screening room. Hier kann man irgendwas verschieben, um eine Laterne zu bekommen, auf jeden Fall.
Und wir alle wissen, wie sehr ich Schieberätsel liebe. Gibt nichts Besseres. Bitte mehr davon. Bitte ein ganzes Spiel nur mit Schieberätsel. Ich wäre so glücklich. Okay, was macht sie denn da? Und warum sieht das Pet mit viel Fantasie aus wie ein Schniepli? Sie hat die Laterne. Jetzt ist 0 Uhr. Ist in irgendeiner Parallelwelt? Sieht sie Dinge, die die Kamera nicht ergreifen kann? What? Was that? No, wait. Just like in the movie trailer. And... weird. Did I press that? Couldn't be. No. Nimm das mit. Warum ist es auf einmal so neblig? Ey, ich würde sowas von gehen. Ich muss wirklich das Schieberätsel lösen. Cool. So. Boah, ich hasse diese Dinger. Ist das eine da oben noch rausbekommen? Boah. Ich habe dafür einfach kein Auge. So. Es gibt ja Menschen, die können es ja instant lösen. Okay, mit der Lampe sehe ich jetzt Dinge, ha? Huh? Offenbaren wir eine andere Realität.
Halte zur Erkundung mit der Anima-Laterne Space gedrückt, folge den Hinweisen auf der Suche nach interessanten Gegenständen, richte die Laterne auf die Mitte eines Gegenstandes und halte sie dort, um mögliche versteckte Dinge und Bilder zu offenbaren. Mann, die Laterne geht aber ganz schön steil. Handabdrücke. Blutige Handabdrücke. It goes all the way to the elevator. Hier ist nix, ne? Aber ich höre irgendwas in der Ferne wimmern und weinen. Willst du wirklich in den Aufzug gehen? He's a liar. He? Who's that referring to? Na, wer wohl? Der Sarge, obwohl der eigentlich... Ich weiß nicht. Also er weiß auf jeden Fall mehr, ne? Sonst hätte er nicht so eine Panik in der Cafeteria unten bekommen. Oh Mann, hier ist alles zu. Ich will da nicht rein. Aber ich muss. Okay, damit kann ich böses Qui vertreiben. Bösen Qui. The trigrams again. They were on top of the display case too. Nothing. Oh nein, Geisterstunde. Die Geschichte wiederholt sich. It's midnight. Hello. I'm stuck inside the elevator. It's midnight. What in heaven's name are you still doing here? What's your name? Wang Tingting. Help. Please hurry. There's a ghost out there. She wants to eat me. Blood. There's blood everywhere. I'm gonna die. She's going to kill me. Her neck is broken. Boah. Oh, verflucht. Are you okay? What the? Where did the elevator go?
Wenn die Symbole an der Anima-Laterne vollständig aufleuchten, schützt sie den Träger vor einem tödlichen Geisterangriff. Anschließend muss ihre Energie vollständig aufgeladen werden, bevor ein weiterer Angriff abgewehrt werden kann. Wo soll ich denn hin? Alter, kriech da durch! Okay, wenn hier Geister für immer bleiben, ne? Ja, dann leck mich am Ärmel, wie viele hier vielleicht eventuell sein könnten. Das weißt du ja gar nicht, ne? Hier könnten unendlich viele Drecksviecher rumlungern. Oh Mann, meine Lampe reagiert. Hier ist wieder Queef-Nebel. Ich muss das böse Quee erstmal vertreiben. Ja klar, so kann ich nicht einfach durchsprinten. Oh Gott, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt! Geh weg, Geist! Ich meine, Geister können doch durch alles durchlaufen. Könnte sie mich nicht rein theoretisch so oder so snackedudeln? Und wo ist der Sarge? Alter, was ist hier unten abgegangen? Gab's hier mal ein Cafeteria-Massaker? Boah, die ist echt ekelhaft, ne? Holy moly. Wie geht's? Oh Gott, ich muss da irgendwie durch. Ich meine, einen Schlag kann ich aufhalten. Alter. Kann sie mich eigentlich dann so sehen? Ich meine, sie hat hier nur hinten Augen. Rein theoretisch. Oh nein, hier ist wieder böser Queef. Sie ist direkt hinter mir, oder? Eieieiei, renn! Jetzt sind B3. Sind die Legenden wahr, was B3 angeht? Wann kommt das Spiel raus? Ich will's spielen. Ich will's unbedingt spielen. Macht einen guten Eindruck. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, das war der gute alte Brückenfluch. Hashtag Brückenfluch. Wer es bis zum Ende geguckt hat, ich bin gespannt, wie viele durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Eure Meinung zum Spiel. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss.